Miyaro, willkommen zurück zu Tomb Raider Legend. Ich musste gerade nochmal diesen netten Herrn hier erledigen, aber jetzt ist er futsch. Und wir können weitermachen. Yep, da müssen wir dran springen. Und zwar so. Und wir haben wieder was kaputt gemacht. So wie wir es am allerliebsten tun. Ich weiß gerade gar nicht. Nein, hier ist nichts. Okay, aber hier oben ist dieses nette Goodie. Nein. Ah, so haben wir es schon. Nett. Ich dachte, wir müssen es runterziehen. Feini, feini. Ja. Okay, niemand da. Aber hier wird's jetzt lustig. Freunde, freut euch. Ist sie nicht wunderschön? Ich glaube, ich habe mich verliebt. Das sagst du doch zu allen Ruinen. Tja, so bin ich nun mal. Und hier kommen die verdammten Touris und verderben alles. Deine Kamera erfasst keine so kleinen Details. Was siehst du? Bewaffnete Männer. Allem Anschein nach Söldner. Was suchen die hier? Vermutlich Ärger. Oh ja, und den können sie gern haben. Hat mich gerade erinnert an den ersten Tomb Raider-Film. Moment, Moment, Zielerfassungsmodus. So. Ja, und ihr seid tot. Hat mich gerade an die Szene aus dem ersten Tomb Raider-Film erinnert, wo sie Alex West und dem Mr. Powell dabei zusieht, wie die in den Tempel wollen. Wo wir ja auch hin wollen. Greift von der Seite an! Nein! Tut das nicht! Ihr tötet mich nicht. Das wäre ja zu schön. Gib mir das Medkit. Ist in der Erde vergraben. Kannst du nicht mitnehmen. Ah, wir sind voll. Nice to know. Vielleicht spielen wir doch auf zu leicht, wenn wir auf normal spielen. Wow. Genau. Wir können jetzt nämlich neue Waffen mitnehmen. Die da. Oh yeah. Kenn ich von hier aus. Ah, sieht mal. Müssen wir nur gucken, wie wir wieder hochkommen. Ja, ganz einfach wohl. Es gibt so viele Secrets in diesem Level. Und ich finde es schön, dass sie hier Schätze heißen. Kann ich das nicht auch irgendwie kaputt machen? Guckt es euch mal an. Hallo, ich will meine Pistols. Wie wechsle ich denn die Waffe raus, Rat? Wie wechsle ich denn die Waffe? Nimm die da. Ich weiß gerade nicht, aber es wird mir auch nicht angezeigt, also nehme ich mal an, dass das... Doch! Oh, schnell raus. Ich hoffe mal, wir haben noch jemanden getötet damit. Wo seid ihr denn? Ich sehe sie nicht. Greift sie von hinten an! Ach, seid doch still. Ah, mit E. Hätte sich das auch geklärt. Die Musik ist cool, oder? Selber Schlampe. Noch jemand? Wohl nicht. Und das lief super, oder? Womit nehme ich nochmal ein Medkit? Plus. Nein, nein, nein. Ich hab's vergessen. Könnt ihr das glauben? Ich hab's vergessen. Nein. So, wir könnten jetzt mal die da mitnehmen. Neu, neu. Oder die da? Ja. Ja, die will ich. Aber wir haben ja auch gar nicht so viel verloren. Und die lassen nur ihre Waffen da. Niemals Munition für die Waffe, die ich gerade schon habe. Können wir hier drauf was machen? Nein. Ja, wir hätten noch ein bisschen mit diesen Wänden hier arbeiten können. Aber ich fand den Kampf so spannend.
Das ist so schön, dass man sich hier so toll bewegen kann, dass man den Leuten in die Füße rutschen kann. Das macht einfach so Spaß, dieses Spiel. Ah. Besonders schmerzhaft. Amateure. Die ist cool. Oh, ich sag euch, wenn ich endgültig fertig bin mit den Tomb Raidern, sie wird mir so fehlen. Es gibt einfach... Für mich gibt es keinen Videospielcharakter, der so cool ist wie Lara. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich gehe jetzt nämlich weiter. So. Nein, ich will meins behalten. Hier seid ihr also verreckelt. Okay, ist nichts zum kaputt machen, also müssen wir springen. Upsa. Oh, hier müssen wir springen. Ich dachte, wir müssen hier drüber. Ist doch kein Problem. Schön, dass du es geschafft hast. Tja, der kann, der kann. Ja, sehe ich genauso. Als ob wir das nicht schaffen, bitte. Ja, das war ein bisschen nervig, ich erinnere mich. Was aber ist das für ein Krempel? Damit bringt man Material weiter in den Berg hinein. Die antiken Baumeister mussten gelegentlich schwere Steinformationen umgehen. Zack. Pas de problème. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Manchmal ist mir die Kamera ein bisschen zu nah an ihr dran. Aber was soll's. Warum denn F? Nein, Umschalt geht auch. Oh, ich habe mich vor meinem Schatten erschreckt. Dabei weiß ich doch, dass hier nichts kommt. Achso, ich dachte, da wäre noch ein Loch. Das stimmt gar nicht. So. Jetzt will ich aber... Oh, die Musik ist toll. Das ist auch so ein bisschen wie der Soundtrack vom ersten Tomb Raider Film, den ich mir auch damals gekauft hatte. Also den Soundtrack. Nicht, dass wir was übersehen hier unter Wasser. Wir können hier nämlich auch schon auftauchen. Ist hier was? Ah. Das müssen wir mitnehmen. Wie sieht denn unsere Statistik aus? 1 von 5 Silbern ist nicht so gut. Wir haben fast alle Bronzenen. So lang ist das Level auch nicht mehr. Kein Goldenes. Vielleicht finden wir es ja noch. Das wäre schön. So, hier müssten jetzt demnächst Plüschs kommen. Schade. Lara will doch eh alle töten. Das wissen wir doch leider schon. Das haben uns all die anderen Tomb Raider gelehrt. So, wer möchte raten, was dort passiert? Surprise! Ach Gott, seid ihr langsam. Nein, okay. Ah, nein. So, ist aber, den brauchen wir. Ist das ein Affen oder ein Menschenschädel? Nein! Habe ich befürchtet. Moment. Das. So, und ich freue mich auf den nächsten Raum. Früher hing ich tatsächlich ziemlich lange an diesem Rätsel, als ich das erste Mal gespielt habe. Du scheinst voranzukommen. Ja, aber wie? Mit Geduld und Beharrlichkeit. Jawohl.
Ist aber eigentlich gar nicht schwer, wenn man den Mechanismus verstanden hat und ich weiß den Gott sei Dank noch. Ja. Das Tor ginge hoch, wenn da an den Seiten nicht die Mechanismen blockieren würden. So, Katze. Katze gegen Katze. Dafür brauchen wir zwei Kisten. Eine steht schon hier. Die anderen beschaffen wir uns gleich. Ich will mich nur kurz umsehen. Da. Ist es. Juhu. Alle Bronzeschätze. Ist schon mal was. Obwohl ich unbedingt noch die anderen will. Aber gerade ein schlechtes Gefühl dabei. Was den Levelfortschritt angeht. Aber man kann hier auch später nochmal nachspielen, dann, wenn die Level fertig sind. Das ist kein gutes Jagdrevier, mein Freund. Du bist einfach sauassi, Lara. So ist das. Okay. Ich dachte, hier wäre noch einer. Wohl nicht. Wir nehmen uns jetzt erstmal das. Und jetzt lass mich überlegen, wir schieben es dahinter. Ach nein, Moment. Ah, doch. Kurze Verwirrtheit. Das ist schön. Nein, das ist falsch. Nein, das ist richtig. Nee, das ist falsch. Sorry, ich bin gerade verwirrt. Ah, weil so ist ja die Katapultwirkung in die falsche Richtung. Makes no sense. So, jetzt ist schön. Nein! Ich muss es doch drauf lassen. Moment. Nee, ich lasse das mal da. Ich hole mal das andere. Ich blöde, ist eigentlich total einfach. Ich habe gerade wieder einen Knoten im Hirn. Ist nicht schön. Nicht, wenn ihr zuseht. Du musst eigentlich da drauf. Ich hätte den anderen da drunter lassen sollen, so einfach ist das. Nimm's. Ah, Moment. Moment. Ich dachte, wir müssen es zuerst rausziehen. Das war ein großer Fehler. Ah! Moment. Kriegen's hin. Nein! Scheiße. Okay, es war doch einfach nur blöd. Es war doch einfach nur blöd. Warum zur Hölle? Bin ich gerade so doof? Warte, ich kann euch ja wenigstens... Ihr wisst ja wahrscheinlich schon, was passiert. Na, weiterkommen. Ja, da rutscht es nämlich sowieso runter. Deshalb brauchen wir das hier. Mein Gott. Wenn sie es halt schon nehmen würde, tut sie nicht. Es muss da eine Möglichkeit geben, diesen Fehler wieder rückgängig zu machen. Muss es einfach. Was tun wir? Den können wir halt schon mal da drauf tun, aber sonst...
So seht ihr, das da haben wir jetzt nämlich frei. Mist! So früh im Projekt und schon habe ich es total verkackt. Das ist doch doof. Ah! Das muss wieder rückgängig gemacht werden. Leute, ich bin gleich wieder da. Das war doch kein Fehler, kein Denkfehler. Das muss so gehen, Moment. Ich frage mich nur, warum die runterrutscht. Jetzt bleibt er stehen. Moin. Das ist ja nett. So. Erledigen wir das mal doch schnell für diesen Part. Ja, ja, das wissen wir schon. Die musste mich ja wohl so verwirren, indem sie da immer wieder runterrutscht. Denn jetzt, Achtung! Puff! Wie schön. Tja, irgendwie war ich der Meinung, ich müsste die Kisten auf dieses Ende hier hinten stellen, damit sie dahinter fliegen. Aber das Spiel sieht das anders. Also irgendwie bin ich es noch so gewöhnt, lieber die Position zu wechseln, als komisch mit den Bewegungstasten diese Kiste seitlich zu bewegen. Okay, wir dürfen einfach nur nicht zu weit schieben. Und hüpf, hüpf. Boing. Das ist so toll, oder? Okay, Freunde. Wir machen das dann aber morgen weiter. Sorry für den kleinen Hirnaussetzer meinerseits, was dieses Rätsel angeht, aber jetzt geht's ja weiter. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und ich hoffe, ihr hinterlässt fleißig Kommentare und Bewertungen. Ich freue mich sehr darauf zu sehen, wie dieses Projekt ankommen wird. Und dann gilt es, durch dieses Tor wieder hinauszukommen. Bis dann!